Hallo Messerfreunde, ich möchte euch heute mal eine Kleinigkeit vorstellen. Ich war nämlich mal wieder in der Stadt unterwegs und habe mir mal ein Haller-Messer geholt. Da ich eigentlich finde, dass Haller eine gute Firma ist, dachte ich mir, das hier nehme ich mal mit. Gucken wir uns noch mal kurz die Verpackung an. Wir haben hier nichts weiter stehen, außer halt Haller. Und hier nochmal ein Barcode. So, das wäre es dann auch schon zur Verpackung. Hier drinnen haben wir dann das Messer. Hier ist nochmal so Beilage. Wir haben hier ein sehr wunderschönes Messer mit einer echt schön verarbeiteten Lederscheide mit Druckknopf und Gürtelschnalle. Ist auch in einer schönen stabilen Form. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. So, dann nehmen wir uns aber mal das Messer vor. Wunderschön. Echt super schön. Also wir haben hier, das hier ist der Grund, warum ich es mir geholt habe, wir haben hier Wurzelholz. Das ist ein sehr geiles Zeug. Ich weiß jetzt leider nicht genau, welche Holzart das ist, aber wow. Hier haben wir nochmal eine kleine Öse, da kann das Paracord durch. Und der Griff selber ist nur mit zwei Nieten befestigt. Und hier drin ist nochmal eine kleine Metallöse. Und Alter, sieht dieses Holz geil aus. Also ich selber bin ein riesiger Fan von Messern mit Holzgriffen. Holz ist das allercoolste Material, womit man ein Messer beschalen kann. Weil das hat halt immer wieder so ein bisschen was Eigenes und sieht halt auch einfach geil aus. So, wir haben hier eine wunderschöne, stabile, dicke Klinge. Haben hier einen Aufdruck. Haller und 420er Stahl. Und hier nochmal die Modellbezeichnung, also eine einfache Nummer. Wir haben hier eine glatte durchgehende Klinge ohne Unterbrechung. Hier spürt man ein bisschen die Kanten. Es könnte aber auch daran liegen, dass sich das Holz mittlerweile ein bisschen verformt hat. Holz bleibt ja nicht einfach so in seiner Form, wisst ihr ja. Aber an und für sich ist das ein richtig geiles Messer. Wir schauen uns einfach mal kurz an, wie scharf das kleine Messerchen hier ist. Dafür habe ich wieder ein schönes weißes A4-Blatt mitgebracht. Und ja, ihr kennt das Präterea. Also, es hakt ein bisschen hier hinten. Nö. Schneidet echt gut eigentlich. Spitze ist es auch. Also, für den Alltag ist es ganz gut geeignet. Kann man schön für Unsinn mitmachen, ja. So, das kann erstmal weg. Ja, also es ist auf jeden Fall ein kleiner Schneidteufel. Man hat es gerade gesehen. Man kann damit bestimmt auch sehr gut arbeiten. Ist auch ordentlich verarbeitet worden. Hier sieht man, hat man ein bisschen komisch geschliffen. Ja, aber wir kommen einfach mal kurz noch zu den technischen Daten und dann jetzt gleich weiter mit dem Fazit. Kommen wir zu dem Teil, wo ich euch das Messer nochmal genauer vorstelle. Und zwar haben wir eine Klinge mit 7,5 cm aus dem 420er Stahl, haben einen Griff mit Wurzelholzschalen, die mit zwei Nieten und einer Öse befestigt sind. Das Messer ist insgesamt 19,5 cm lang und beträgt ein Gewicht von 120 Gramm. Kommen wir zum Schluss noch zu dem Fazit zum Messer. So, also ich persönlich finde, das Messer ist für den Preis um die 30 Euro echt gut. Kann man sich auf jeden Fall mal holen. Also wirklich viel kann ich daran jetzt nicht aussetzen, außer halt, naja, 420er Stahl. Also ist jetzt nicht mein Favorit, aber ja, kann man vielleicht trotzdem machen. Also man kann den Stahl auf jeden Fall sehr gut anschärfen. Aber an für sich, das Messer hat eine echt gute Handlage, passt gut in meine großen Hände. Der Griff ist echt schön und auch schön abgerundet hier hinten. Also mit dem Messer hier kann man echt nichts falsch machen. Und das war's dann auch zu diesem hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.